Liebe Mitglieder der Alternative für Deutschland in Brandenburg, die Gründung unserer Partei ist eine einmalige Erfolgsgeschichte. Innerhalb kürzester Zeit zogen wir in alle Parlamente ein, in den Ländern, im Bund und in Europa. Keiner anderen gesamtdeutschen Partei ist das vor uns gelungen. Wir sind zu einer festen politischen Größe in Deutschland geworden. In Brandenburg und Ostdeutschland haben wir sogar den Status einer Volkspartei erreicht. Nicht nur, weil wir nahezu überall ein Viertel der Landtagsabgeordneten stellen, sondern weil wir hier vor Ort verankert und in einigen Kreisen und Kommunen sogar stärkste politische Kraft sind. Die Erfolge der Vergangenheit haben wir unseren vielen engagierten Mitgliedern und Unterstützern zu verdanken, die mit Herzblut und Idealismus für unsere Sache und damit für die Zukunft unserer Heimat kämpfen. Dass dieses Engagement für einen politischen Kurswechsel im Land notwendiger ist denn je, zeigen die vielen Probleme, die immer offener zutage treten. Freiheitseinschränkungen historischen Ausmaßes, eine Inflation, die unser aller Leben unbezahlbar macht und das Vermögen Millionen Deutscher vernichtet. Eine Migrationspolitik, die die Bürger geringschätzt und unser Volk schleichend ersetzt und die am Ende einzig wirtschaftlichen Interessen dient. Eine Energiepolitik, die Millionen Familien in Armut stürzt und eine Außenpolitik, die sich nicht an deutschen Interessen orientiert, sondern uns zu einem Spielball fremder Interessen macht. Ja, zu einem Vasallenstaat degradiert. Doch trotz dieser katastrophalen Entwicklungen bekommt unsere Partei keinen Aufwind. Wir vermissen in unserer Partei das Gefühl des Aufbruchs und schauen wehmütig auf die Jahre zurück, als unsere Partei ein einzigartiges, dynamisches Wachstum hinlegte und wir an vielen Wahlabenden die lachenden Gewinner waren. Wir müssen dieses Tal verlassen. Wenn wir den Kampf um die Zukunft unserer Heimat erfolgreich führen wollen, müssen wir uns verändern. Dazu bedarf es allerdings einer ehrlichen und kritischen Auseinandersetzung mit den eigenen Leistungen und ja auch unseren Fehlleistungen im Bund und hier in Brandenburg. Wir müssen uns fragen, mit welchen Erwartungen uns die Menschen in Brandenburg mit annähernd 25% in den Landtag wählten. Warum unsere Veranstaltungen inzwischen nicht mehr gut besucht werden. Warum wir Mitglieder verlieren und warum wir in Umfragen trotz des desaströsen Zustandes unseres Landes eher fallen als steigen. Nur wer sich und sein Handeln immer wieder auf den Prüfstand stellt, kann besser werden und in diesen schwierigen Zeiten bestehen. Es ist höchste Zeit, dass wir als AfD Brandenburg eindeutige Ziele definieren und mit einer klaren Strategie auf diese Ziele hinarbeiten. Unser großes, übergeordnetes Ziel muss es sein, zur stärksten politischen Kraft zu werden, die Machtfrage zu stellen und politische Verantwortung für unsere märkische Heimat zu übernehmen. Alles ist diesem einen Ziel unterzuordnen. Alles Handeln ist auf dieses Ziel hin auszurichten, denn dafür sind wir politisch aktiv geworden. Wir wollen etwas verändern zum Wohle der Bürger in unserem Land. Zur Erreichung dieses Ziels müssen wir besser werden. Wir müssen darauf hinwirken, dass unser Landesverband inhaltlich und personell als glaubwürdige politische Alternative wahrgenommen wird, die geschlossen, seriös, ansprechend und professionell auftritt. Dazu bedarf es einer Verbesserung unserer Öffentlichkeitsarbeit auf allen Ebenen. Wir müssen die Arbeit unserer ehrenamtlichen kommunalen Mandatsträger besser unterstützen. Dazu brauchen wir eine handlungsfähige kommunalpolitische Vereinigung, die unsere Politiker vor Ort bei der Öffentlichkeitsarbeit und vor allem bei inhaltlichen und bürokratischen Fragen unterstützt. Wir brauchen starke Kreis- und Ortsverbände. Der Landesvorstand muss unsere Verbände mit niveauvollen Schulungen unterstützen. Und bei Konflikten müssen glaubwürdige Angebote zur Streitbeilegung gemacht werden. Wir brauchen dringend einen Ausbau unserer Parteiinfrastruktur, die Beschaffung eigener Immobilien und die Entwicklung einer Partei-App zur Verbesserung der Kommunikation und Vernetzung untereinander sind schon lange überfällig. Wir brauchen ein starkes politisches Vorfeld, eine solide junge Alternative, eine selbstbewusste Mitgliedschaft und überzeugende Persönlichkeiten an der vordersten politischen Front. Ich bin bereit, für die großen Aufgaben, die vor uns liegen, die Verantwortung zu übernehmen und gemeinsam mit euch diesen Weg der Veränderung und Professionalisierung zu gehen. Deshalb kandidiere ich am 9. April für den Landesvorsitz der AfD Brandenburg. Ich bin mir sicher, als starkes Team, als entschlossene Gemeinschaft können wir unsere AfD zu neuen Erfolgen führen und zur stärksten politischen Kraft in Brandenburg machen. Dann
stellen wir die Machtfrage. Dann übernehmen wir Verantwortung. Dann verändern wir dieses Land zum Wohle unserer Bürger. Dafür bitte ich um eure Unterstützung. Kommt am 9. April nach Prenzlau. Euer René Springer.